Moin Moin, hier ist euer Dutchman. Ich melde mich hier live von einem französischen Relay-Server für das erste Match in der Trackmania World League zwischen XR, X-Rated, meinem Clan und einem französischen Clan, dessen Namen ich hier nicht in Erfahrung bringen konnte. Es werden drei Strecken gefahren, jeweils mit drei Fahrern von jedem Clan. Und nach dem bei Trackmania bekannten System glaube ich, dass also welche Mannschaft zuerst sieben Rennen gewonnen hat oder sieben Matches gewonnen hat, der hat dann die Strecke gewonnen, und wer eben zwei von drei Strecken gewonnen hat, hat das Match gewonnen. Wir sehen die Fahrer sich hier erstmal aufwärmen, und die Teamverteilung ist noch unklar. Welche Seite wird blau, welche Seite wird rot? Ich konnte das französische Team eben schon ein bisschen beim Warmfahren beobachten und muss sagen, die Jungs haben's drauf. Das kann man nicht anders sagen, das sind hier wirklich harte Gegner, die wir zu erwarten haben. Man sieht es alleine schon an den Online Rankings, die sie hier aufbieten, ne? The Dream 455. Platz, Spark 1700, also das ist schon wirklich die oberste Region. Gut, wir haben mit Mr. Bones und Goof und Manu auch keine schlechten Fahrer am Start und wollen einfach mal sehen, wie die sich schlagen. Es wird gerade geklärt, welche Farbe welches Team hat. XR wird wohl rot und man wird wohl mit einer anderen Map starten. Das wird sich jetzt hier noch aussortiert. Ja, Punktelimit 7. Also welches Team zuerst 7 Punkte hat, sprich 7 Mal ein Rennen auf der Strecke gewonnen hat, gewinnt die Strecke. So, dann werden hier erst noch die Warm-Ups abgeklärt. Ne? 3 Runden Warm-Ups. Und dann geht's los. Dann wird es ernst. Wir schauen einfach mal direkt einem Fahrer mal über die Schulter. Wen nehmen wir denn da? Hier, natürlich den mit dem höchsten Ranking. Ja. So macht man das. Den werden wir nicht mit der Replay, sondern direkt folgen. Also direkt aus der Ansicht, in der man auch den Track fährt meist. Ja, das kennt ihr ja aus meinen Videos. So, schauen wir mal. Okay, haben wir die Punkte. Die Teams scheinen sich noch nicht auseinander sortiert zu haben. Wenn ich das richtig sehe, da funkt noch jemand dazwischen. Jemand namens Clay oder Clav, wie man den auch nennen mag. So, wir schauen hier nochmal dem wohl besten Fahrer im Feld über die Schulter. Fährt, glaube ich, jawohl. Hier dieses lila und weiße Auto, auch schön geskinnt. Knallhart und eng rum natürlich um die erste Kurve. Dann die zweite Kurve hier mit Vollgas genommen. Dann geht's in den Street-Teil, da wird gedriftet, die Schikane sauber, glatt durch. Ja, und trotzdem ist momentan noch Diesel vorne. Aber mal sehen, wie lange das anhält. Hier, The Dream fährt sauberer einfach in diese Tunnelsektion rein, kann aber trotzdem hier keine Zeit abnehmen. Jetzt ist er ran. Dass wir die Jungs durch diese S-Kurve kommen und vor allen Dingen hier durch diese Rechtskurve, das ist mir ein Rätsel. Ihr habt ja im letzten Video gesehen, da bin ich diese Strecke gefahren und hatte da ganz herbe Probleme. Ja, jetzt liegt also The Dream vorne in Führung und wird, glaube ich, hier das auch einfahren. Ich weiß nicht, ob wir hier eine Zeit sehen. 58, 28 hat er hier hingelegt. Das sind also nochmal schärfere Zeiten, als wir sie auf dem Server gesehen haben, als ich die Strecke gefahren habe. Da waren die Bestzeiten, so 1.01, 1.02, glaube ich. Hier wird einfach mal knochentrockene 59 hingelegt. Das ist hart. Das ist eine Ansage. Das ist ein Wort. Ich weiß jetzt immer noch nicht, was dieser Franzose bei uns im Team macht.
Schauen wir mal, von uns, unsere drei Fahrer sind jeweils da oder fährt man hier 4 gegen 4? Das kann ja nur eigentlich nicht sein. So, Strecke wird neu gestartet. Es geht in den Warm-up, denke ich mir. Und wir schauen mal gut über die Schulter. Jawohl, Warm-up, erste von 2 Runden. Das will ich erst später sehen, dass wir hier ein Team auswählen müssen. So, die XRler natürlich unterwegs in unserem Clan-Skin. Goof nimmt hier gleich die Führung. Sauber innenlang, dann durch die Schikane im Drift. Jawohl, kriegt die Ecke sauber, kommt sauber in die Tunnelpassage. Und, achso, das ist jetzt die andere Strecke, die hier gefahren wird. Die mit dem scharfen U-Drift. Au, den hat er hier richtig sauber erwischt. Das gibt Vorsprung, das gibt Speed. Wollen wir hoffen, dass er den nicht hängen lässt, dass er nicht hier kostbare Zehntelsekunden irgendwo verliert. Ja, das war knapp. Das könnte ihn was gekostet haben, wenn er tatsächlich da die Bande berührt hat. Weiter geht's. Fullspeed hier jetzt die Rampe hoch in den Drift rein. Dann wieder eine U-Kurve. Jawohl, schön sauber, schön eng genommen. Jetzt kommt das nächste U und dann geht's auch schon in die Zielgerade, möchte man fast sagen. Na, bekanntlich ist ja die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten keine Gerade, sondern eine Kurve, laut Einstein. Oh! Und da schießt Goof am Ziel vorbei. Mein Gott, was ist das denn? So leicht kann es hier gehen. Ach, ja. Gott sei Dank war das nur der Warm-up. Goof liegt hier in den Bäumen rum. Und auf geht's zum zweiten Warm-up. Wir bleiben nochmal bei Goof. Diesmal übernehmen die Franzosen anscheinend die Führung. Ja, Goof hat hier Bandenbillard gespielt, hängt jetzt hinterher und sieht zu, dass er das Feld aufholen, weiter jagen kann. Hier hat er schon einen der Franzosen passiert. Hier einen XRler und weiter geht's. Man U ist noch vorne, hinten an den Franzosen. Vorne, hinten an den Franzosen dran. Mein Gott, was rede ich hier für einen Scheiß zusammen? Aber egal, ihr seht ja selber, was los ist. Hier wird gefahren auf Teufel komm raus. Hier wird nicht der kleinste Fehler verziehen. Wir wollen mal schauen, ob die beiden XRler es noch packen, zu den Franzosen aufzuschließen. Vielleicht sogar sie zu überholen. Das kann eigentlich nur gehen, wenn die Franzosen einen Fehler machen. Und danach sieht es mir ehrlich gesagt nicht aus. Goof kann hier noch ein bisschen aufschließen. Sehr schön. Es kommt der letzte U-Turn. Schön eng. Man U ist leider raus. Den hat es aus der Kurve getragen. Der ist zu weit außen. Ein Franzose ist raus an der Seite. Aber trotzdem, The Dream uneinholbar vorne. Und so langsam trudeln sie hier alle ein. Blink noch als letzter hinten rein. Das wäre jetzt, glaube ich, ein Match, was an XR gegangen wäre, weil es eben den zweiten, dritten, vierten Platz hat. Und die Franzosen nur den ersten Platz. Jetzt scheint es, jawohl, es steht wieder 0-0 der Score. Es geht jetzt also richtig los. Jawohl, 3 XRler sauber durch die erste Kurve hängen an dem führenden Franzosen dran. Es geht wieder in die Schikane. Und ja, es ist alles dicht auf, aber XR in Führung, sehr schön, sogar mit 2 Wagen in Führung. Goof legt hier wieder einen richtig guten Drift hin. Man U ist das, der ihm da im Heck sitzt, dicht auf. Und die Franzosen müssen irgendwo dahinter sein, wir schauen das dann vielleicht nochmal aus anderer Perspektive an. Sauber hier auch durch diese Schikane durch. Jetzt kommt die lange Linkskurve. Da... gut, kann man schwer einen Fehler machen, außer man nimmt sie zu weit. Hier sauber und knirsch rein. Dann wieder der 180-Grad-Drift, den man hier schon eng nehmen muss. Jawohl. Und Goof, diesmal weit vorne. Jetzt, wo es drauf ankommt, kann er es. Sehr schön. Auf geht's in die Zielgerade. Und jetzt bitte nicht nochmal am Ziel vorbei. Bitte nicht nochmal am Ziel vorbei. Na, wer sagt's denn? XR, dreimal vorne, die ersten 3 Plätze. Halleluja. So gehört sich das. So muss das aussehen. Da verhaut es mir doch fast die Stimme. Wir schauen diesmal mit der Replay-Kamera zu. Bleiben immer noch auf Goof fokussiert, der hier ja doch wieder an der Spitze liegt. Sehr schön, sehr schön. Dicht gefolgt.
Allerdings im Pack hier zwei Franzosen, zwei XRler. In der Schikane die beiden Franzosen nach vorne gekommen. Wollen wir mal sehen, wie lange das so bleibt. Und einen haben wir schon. Beide XRler schön sauber hier rein. Goof leider hat hier Geschwindigkeit verloren in dem harten Drift. Ist jetzt hinten dran. Der dritte Franzose muss irgendwo noch hinter uns hängen. Und wir sehen sie alle richtig schön fahren hier durch die Schikane. Und wir sind ja immer noch auf der Verfolgerkamera. Okay, schalten wir gleich nochmal um. So, ein XRler in Führung. Ein Franzose dabei und der Rest dicht hinten dran. Ein Franzose allerdings abgehängt. Der ist noch hinter uns irgendwo. Mal sehen. Wie sieht's aus? Wer ist da vorne? Das ist Mr. Bones. Hey, den haben wir ja hier noch gar nicht gesehen. Dicht aufgefolgt von Diesel. Und jetzt geht's in die Zielgerade. Jetzt kommt's drauf an. Mr. Bones vorne, das sieht klar aus. Dann Diesel, dann Goof, dann der zweite Franzose. Wie heißt er? Ja, The Dream war's. Wieder. So, wir werden mal gucken, na, dass wir mit der Replay-Kamera hier... Ich will doch die Replay-Kamera, ich will nicht folgen. Na, okay. So, wir haben uns jetzt auf Menu aufgeschaltet. Sehen hier schön, wie er durch das Feld von hinten durchdringt zu den beiden führenden Franzosen, die Mr. Bones da Gesellschaft leisten. Goof ist jetzt nach dem harten Drift auch wieder dabei. Und es ist vorne nur noch ein Franzose. Da ist einer verloren gegangen. So, jawohl. Hier alle drei XRler sauber durch die Schikane durchgekommen. Und sitzen dem führenden Franzosen, The Dream, im Nacken. Mehr oder weniger okay, aber mal sehen, vielleicht macht er ja noch irgendwo einen kleinen Fehler, dass man vorbeikommen kann. Aber selbst wenn jetzt in dieser Reihenfolge der Zieleinlauf kommt, dürfte dieses Match, und da war ein Fehler. Und da war ein Fehler. Und da sind die drei XRler vorbei. Das sieht wieder nach einem klassischen Zieleinlauf aus für Menu. XR serviert hier mal die besondere Variante. Man fährt rückwärts durchs Ziel. So kann man es natürlich auch machen. Aber auch dieses Match ging an XR. XR bisher klar in Führung. Ich bin ein bisschen überrascht. So wie ich also die Franzosen im Training, im Warm-up gesehen habe, machten die auf mich einen stärkeren Eindruck und ich werde mich mal kurz um meine Stimme kümmern. So, wieder dicht gepackt am Start, es geht in die Schikane, wieder zwei Franzosen vorne, gefolgt von drei XRlern im Haufen und jetzt kommt der harte Drift, die entscheidende Stelle, alle, oh, ein XRler ist hingeblieben. Ja, ich glaube, Mr. Bones, den haben wir hier verloren an der Stelle. Ansonsten ganz vorne Diesel, dann gefolgt von Goof zurzeit. Dann der zweite Franzose dabei, The Train. Zwei Franzosen vorne. Jawohl, Diesel und The Train. Ja, Mr. Goof dicht auf und dann hier mit Sicherheitsabstand. Menu haut hier auch noch einmal mit dem Heckflügel. Gegen wird vom dritten Franzosen jetzt überholt. Ich fürchte, das wird der erste Lauf sein, der an die Franzosen geht. Oh jawohl. XR ist zwar erster geworden, aber danach gleich die drei Franzosen drin. Damit geht dieser Satz, möchte ich mal sagen, dieses Rennen an das blaue Team, an die Franzosen. Und ich wollte doch eigentlich immer mal die Replay-Kamera einschalten. Oder wir nutzen mal die freie Kamera. Können uns hier die Perspektive aussuchen. Hier geht es also durch die Schikane. Alles noch dicht beisammen. Alles noch dicht beisammen. Ja, und ups, da waren wir nicht rechtzeitig. Durch die Tunnelpassage kommen wir nicht durch. Wir folgen mal wieder. Sind wieder auf Menu geschaltet, der uns einen Blick auf die führende 3 gibt. Zwei Franzosen dabei und Mr. Bones diesmal vorne. Goof scheint es also diesmal abgehängt zu haben. Mr. Bones vorne, sehr schön. Dicht auf aber die Franzosen Diesel und The Dream. Alle kommen hier sauber durch. Das ist wirklich Fahren auf höchstem Niveau, dass man also wiederholt und konstant so gut fährt.
Das muss man mal sagen. Ja, da. Ja, was haben wir hier? Oh, das wird jetzt schwierig. Ja, das ging auch ans blaue Team, weil zweiter und dritter Platz sind mehr wert oder besser als erster und vierter. Da ist also ein bisschen leichtes Übergewicht dabei für den ersten Platz, wenn man es so wertet. Wir wollen einfach mal gucken. Lassen wir uns mal auf einen der Franzosen aufschalten. Hier auf Blink. Direkt im Zweikampf mit Menu zieht er ihn hier in der Schikane davon. Vorne zwei XRler, zwei Franzosen im dichten Pack. Und da ist auch Menu wieder dabei. Sehr schön. Kommt nicht so glatt durch. Allerdings hat Blink hier erheblich größere Probleme. Deswegen werden wir umschalten auf Menu, damit wir das Feld vorne im Blick haben. Zwei XRler in Führung. Goof und Mr. Bones diesmal. Gefolgt von ja, den beiden Franzosen Diesel und The Train. Ich glaube, von Blink kann man hier nicht allzu viel erwarten. Vielleicht sind seine Stärken auch andere Strecken. Das werden wir noch sehen. Es kommen ja noch ganz andere Strecken in diesem Match dran mit einer ganz anderen Charakteristik. Aber wir wollen mal schauen, wie es jetzt aussieht. Wie ist der Zieleinlauf? Verdammt knapp. Erster, zweiter, XR. Und ihr seht, die sind also die führenden vier, fünf. Die sind noch nicht mal eine Sekunde auseinander. Leute, das ist hier Fahrerniveau, fahrerisches Niveau vom Feinsten auf höchstem Level. Schaut euch mal ruhig auch in den nächsten Läufen die Zieleinläufe an. Da sind also die ersten vier sind weniger als eine Sekunde auseinander. So haarscharf ist hier das Niveau. In der Schikane haben jetzt wieder die Franzosen fast die Führung übernommen. XR holt aber an diesem Punkt jetzt auf. Einer, der ist weg. Das ist, glaube ich, Mr. Bones gewesen, den es da beim harten Drift erwischt hat. Diesel vorne, gefolgt von zwei XR-Lern von Menu und Move. Hier geht es durch die Schikane. Und wir können auch, sie können aufschließen. Und haben, glaube ich, den Franzosen gleich. Menu nimmt hier die Kurve ein bisschen weit. Das kostet natürlich was. Bringt aber ihn trotzdem nicht so ganz ins Hintertreffen. Erstaunlich. Und hier beim Drift haben wir den Franzosen abgehängt. Diesel kann hier aber trotzdem, ja, dadurch, dass er den Drift weiter innen nimmt, enger driftet, kommt er nochmal nach vorne, kann aber Goof die erste Position nicht mehr streitig machen. Und auf den letzten Metern schiebt Menu nochmal die Nase vorn. Erster, zweiter Platz für XR. 1,298, 1,319. Die ersten drei weniger als zwei Zehntel auseinander. Leute, das ist hier alles haarscharf. Es steht 5:2. Für XR. Wenn jetzt die Franzosen nicht gewaltig nachlegen, geht diese Strecke an XR, an das rote Team. Alles jagt hier wieder geschlossen durch die Schikane durch. Die Franzosen vorne. Einen hat es an der Ecke erwischt. Diesel vorne, gefolgt von den drei XR-Lern. Der andere Franzose scheint den Drift nicht ganz richtig bekommen zu haben. Auch Menu ist hier am Tunnel einmal angedatscht, aber immer noch vorne. Und wie sieht's aus? Oh, drei XRler in Führung. Da kommt Diesel noch dazwischen, klemmt sich hier vor Menu ein, einfach indem er den Drift, die Schikane einfach noch ein bisschen günstiger genommen hat. Ist auch hier ein bisschen enger in der Kurve. Wir wollen mal sehen, ob er es schafft, noch vielleicht sogar nach vorne zu Goof aufzuschließen. Kommt hier alles einwandfrei durch und ja, kommt nicht so ganz eng durch, wie es nötig wäre. Durch den Goof-Drift hier, um Mr. Bones den zweiten Platz streitig zu machen. Wieder XR in Führung, erster, zweiter Platz. 1,236. Wow, was für eine Zeit. Und ja. Letzter Lauf, denn ich denke, XR wird jetzt den siebten Punkt machen. Wir sind wieder auf Menu. Damit haben wir doch das Feld eigentlich recht gut immer im Blick. Ja, Goof als erster in die Schikane rein, aber er bleibt auch in Führung durch die Schikane durch. Das ist mal eine Ausnahme und irgendwo sind jetzt drei Franzosen anpacken gekommen. Ah ja, hier haben wir wieder The Dream, der es aber trotzdem nicht schafft auszuschließen. Ja, da haben die Franzosen wohl in diesem harten Drift
einiges verloren und diese Strecke verzeiht eben keine Fehler. Genauso wenig wie das Team von XR, das hier jetzt, ja, The Dream hat sogar aufgegeben, also wohl entfernt gedrückt oder ist halt so von der Strecke runtergeflogen, dass er da wirklich keine Chance mehr hatte. XR kann jetzt, denke ich mal, relativ bequem das Rennen nach Hause fahren und man merkt, die Jungs lassen hier schon locker. Mr. Bones hat den Crash, ist jetzt aber schon wieder dabei, Menu ist dabei und ganz vorne, Goof, jetzt ganz entspannt, erster, zweiter, dritter reingefahren. Wunderbar, wunderbar. Was für ein Start in die neue Liga, in die Trackmania World League. Season 0, es ist ja der Start und wir werfen einen Blick auf das Siegertreppchen. Da stehen sie also ganz vorne, die drei XRler. Goof natürlich, hat die meisten Siege eingefahren. Mr. Bones, zweiter. Menu, dritter. So wünsche ich mir das Siegertreppchen. So wünsche ich mir das, so gefällt mir das. Ja, also die erste Strecke konnte XR ganz klar für sich entscheiden. Jetzt geht es in die zweite. Dustia von Razor aus England gebaut. Es wird wieder der Warm-up gefahren. Wir schauen uns die Strecke mal in der freien Kamera an. Man sieht hier den Start, eine Schikane, dann eine scharfe Rechtskurve, dann eine lange Gerade in eine Linkskurve und hier kommt eine der ersten entscheidenden Stellen. Dieser Übergang hier, diese Dirt Road, ist sehr haarig, besonders in Verbindung mit der Schikane hier hinten. Das wird also eine sehr spannende Stelle. Wenn man hier ein bisschen zu weit draußen ist, dann verbraucht man hier zu viel Zeit. Ist man zu weit innen, crasht man. Das kann dann enorm Geschwindigkeit kosten. Eventuell haut man dann nochmal hier rechts außen dagegen. Und dann geht es aber auch schon in den nächsten Höchstgeschwindigkeitspart auf, ja, rauer Strecke, wieder Dirt Road. Hier schwierig zu fahren, schwierig die Kontrolle auch über den Wagen zu halten auf diesem rauen Stück Straße. Dann geht es hier in einen, ja, langgezogenen 180 Grad Drift. Auch nicht ganz einfach zu fahren, vor allen Dingen, weil er hier am Ende zumacht. Und dann in die, ja, recht häufig vorkommende, gerne genutzte Tunnelschikane hier, dieses doppelte S. Dann ein harter Rechtsdrift und ja, dann wieder haarige Stellen, die Straßenteile hier, eine S-Kurve, Links-Rechts-Kombination, schwer zu fahren, weil es hier sehr schmal ist. Dann eine sehr harte Stelle auch, hier bin ich ganz heftig auf die Schnauze geflogen, diese Rechtskurve hat es wirklich in sich, sie ist eng, sie muss gedriftet werden. Ein Fehler und man landet hier sonst wo in der Landschaft. Der Rest ist dann wieder relativ entspannt. Hier, ups, ich drehe mal weiter rum. Diese Kurve kann man eigentlich Fullspeed fahren. Man muss es nur richtig machen. Aber es ist relativ einfach im Vergleich zu den anderen Teilen. Ihr seht, wie die Leute hier durchdonnern. Dann die lange Steigung, der Sprung und hier der nächste Drift, der richtig genommen werden will. Schön eng hier an dieser Ecke vorbei, ohne an die Bande zu knallen. Möglichst viel Geschwindigkeit hier mitnehmen, möglichst viel Schwung in diese Steigung. Und dann schließlich die Zielgerade, die hier ein bisschen schräg läuft und nochmal einen kleinen Offroad-Part hat. Das ist soweit die Strecke. Sehr abwechslungsreich, sehr anspruchsvoll. Mit richtig scharfen Stellen drin hier gerade die... Wo haben wir sie? Da unten ist sie doch, ne? Diese Dirt-Kurve hier, oder Dirty-Road-Kurve und die Schikane dort anschließend. Das werden die Schlüsselstellen sein auf diesem Track. Hier wird es sich entscheiden, ob man gewinnt oder verliert. Und ja, was sagt hier Menu? Good luck is overrated. Gut Glück, viel Glück wird überschätzt. Wir schauen mal mit der Replay-Kamera hierzu beim... Oh, das ist schon der erste Lauf. Haben die das Warm-up schon hinter sich? Jawohl. Aber man sieht, es sind hier Könner am Werk. Die fetzen einfach durch diese Schikane durch. Mr. Bones vorne, Menu vorne. Gefolgt von zwei Franzosen. Dann etwas abgeschlagen.
Huf und ganz hinten der letzte Franzose Blink. Hier fetzen sie durch die Schikane und seht mal, wie sie durch diese Kurve geht. Das ist einfach unglaublich. Unglaublich. Wenn man das sieht, möchte man es nicht glauben. Vor allen Dingen, wenn man das dann einmal selber probiert hat. Hier kommt der, ja, Drift, der gut sitzen muss, damit man möglichst viel Schwung in die Steigung mitnimmt. XR vorne, Mr. Bones. Dann The Dream, dann Menu, dann Groove. Ein schöner Zieleinlauf. Und die ersten drei weniger als eine halbe Sekunde auseinander. Ja, dieser Lauf geht an XR. Und ja, wir wollen hoffen, dass die Jungs ihre Serie fortsetzen können. Wir bleiben mal weiter in der Replay-Kamera. Da hat man doch schön die Übersicht. Ja, in der ersten Kurve die Franzosen, glaube ich, jetzt vorne mit Diesel, aber Menu, nee, wieder XR. XR sogar im Trio vorne, sauber durch diese Schikane durch. Es ist unglaublich. Und ihr seht hier, ich glaube, Diesel ist hinten gescheitert, hängt jetzt hinterher, muss zusehen, dass er aufholt. Aber die drei XRler wieder vorne, wobei Menu die Franzosen am Hacken hat. Und Mr. Bones relativ ungefährdet. Ups, da hat Huf einen Hänger gehabt. Oder das war ein Leck, dass da die Position nicht rechtzeitig übertragen werden konnte. Sowas kommt vor. XR hier, ja, relativ ungefährdet in Führung. Na, alle drei vorne dicht beisammen, in weitem Abstand dahinter. Die beiden Franzosen. Ach, Spark ist eingewechselt worden für Blink. Das habe ich hier noch mitgekriegt. Und ja, wieder drei Zehntel auf den ersten Plätzen auseinander. Das ist konstantes Fahren, Leute. So, wir folgen mal. Und zwar, wen haben wir hier? Menu haben wir gerade ausgewählt. Man sieht hier, dicht im Pack geht es durch die erste Kurve. Aber das Feld wird sich gleich trennen. Huf hat sich schon abgesetzt und dieser Drift, diese Dirt Road Kurve, die entscheidet es natürlich zusammen mit der Schikane, wie man dann hier rauskommt. Huf vorne, dann der Franzose Diesel. Manu hat den Drift hier ein bisschen weit genommen, ist dadurch hinter den zweiten Franzosen The Train geraten. Mal sehen, kann jetzt aber wieder anschließen und jetzt wird es haarig. Man fährt hier mit Bande und allen Mitteln, aber kommt knallhart durch. Drei XRler jetzt vorne dabei. Zusammen mit zwei Franzosen vorne liefern sich Diesel und Goof ein Duell. Goof kommt besser aus der Kurve raus, nimmt mehr Schwung mit. Und Diesel gefolgt von Menu und Mr. Bones. Jawohl, das ist wieder ein klarer Sieg für XR. Sehr schön gefahren. Wir wollen mal wechseln auf einen der Franzosen. Ups. So, auf Spark. Vielleicht sehen wir mal, wie gefährlich diese Schikane wirklich ist. Ein XRler. Huf hat es in der ersten Kurve ein bisschen abgeschlagen. Jetzt die Dirtstrecke hier knallhart ingedriftet. Und oh, wie Perlen auf einer Schnur heizen sie da durch die Schikane. Zwei XRler vorne, Menu und Huf. Drei Franzosen. Hier im Nacken dicht auf durch die Tunnelschikane durch. Jetzt kommt wieder die Stelle, die kritisch wird. Hier die S-Kurve und dann. Ach, schaut euch das an, wie die da durchbrettern. Menu hat es kurz gekantet. Er hat allerdings nicht allzu viel Zeit und Geschwindigkeit verloren. Trotzdem hängt er jetzt einfach hinten dran. Wird das wahrscheinlich nicht aufholen können. Mr. Bones vorne und ja. Diesel noch dabei, zack, und da ist als erster The Dream im Ziel, dicht auf von Mr. Bones, 200stel auseinander, 900stel, dann weiter der nächste Franzose. Diese Runde geht also an die Franzosen. Verdient, muss man sagen, sie bieten, sind wirklich fahrerisch stark, die Zeiten, die liegen ja unglaublich knapp beisammen, und ihr seht, der kleinste Fehler entscheidet hier über Sieg oder Niederlage. Also das Turnierergebnis oder beziehungsweise das Ergebnis jetzt des ersten Satzes, der ersten Strecke. Ah, hier hat es einen XRler, glaube ich, erwischt. Es sind nur noch zwei vorne dabei.
Diesel mischt vorne im ersten Trio mit und da haben wir auch, jawohl, Man U hier dabei. Spark hat es anscheinend hier im Tunnel etwas verzögert, nicht planmäßig, sage ich mal. Da steigt Diesel aus und zwei XRler crashen, drei XRler. Ne, einer ist noch vorne dabei, der ist durchgekommen, der gute Groove. Aha, Mr. Bones und Man U hat es also in der Schikane in der Kurve zerlegt. Sie sind so schlecht rausgekommen, dass sie da draußen danach dann ja einfach weggeflogen sind von der Strecke. Und ja, trotzdem kommt Man U aber noch als Vierter ins Ziel. Und oh, das wird ja, das wird knirsch. Das hat also das blaue Team gewonnen, diese Runde. Da kam es wirklich darauf an, wer jetzt hier Fünfter und Sechster wurde. Wäre das umgekehrt gewesen, dann wäre das Rennen an das Team X-Rated gegangen. So knirsch und knapp ist das hier. Ja. So, der nächste Lauf. Wir sehen Man U wieder vorne. Die drei XRler sogar vorne. Sehr schön. Und, wie die, ja, weiß nicht, also wie die Kugel im Gewehrlauf fetzt die da durch diese Schikane durch. Jetzt hier der Drift, wird auch von allen gut gefahren. Das Feld ist noch erstaunlich dicht beisammen. Wir werden sehen, ob das in der S-Kurve genauso bleibt. Und die Rechtskurve hier, das ist übelstes Terrain. Jawohl, da hat der gute Spark doch eine Kollision gehabt und ist hängen geblieben. Wir schalten mal um auf Diesel, dass wir wieder sehen, was hier vorne los ist. Goof ist vorne, Mr. Bones ist vorne. Das sieht doch wieder gut aus für XR. XR, so schnell komme ich gar nicht hinterher, wie die Jungs hier ins Ziel reinkrachen und die Siege nach Hause fahren. Wow, muss ich sagen. Ich brauche mal wieder was zu trinken. Ah, meine Stimmbänder sind rauer als deren Bremsbeläge. Auf geht's. Es steht 2-4 für XR. Also, wow, hier hat es diesmal Diesel in der Startkurve gehängt. Vorne die Spitzengruppe kann sich absetzen. Ich kann jetzt hier nicht sehen, wer da die Führung hat. Aber ihr seht einfach mal aus der Perspektive auch unglaublich schnell hier man durch diese Passagen durchhaut. Ich glaube, wir wechseln mal auf Spark. Jawohl. Da sehen wir jetzt schön die Spitzengruppe. Ein Franzose vorne. Dicht gefolgt von Goof, wenn ich das richtig sehe. Fast gleich auf und jo, XR parkt hier. Man U war das, glaube ich. Goof ist relativ dicht unbeschadet durchgekommen. Ein zweiter XR liegt, glaube ich, aber auch noch hin. Also, alleine jetzt mit den zwei Fahrern, die sie hier vorne dabei haben, da kommt auch schon der dritte. Also, fast egal, wie jetzt die Franzosen hier ins Ziel kommen. Und wie gut XR Goof ist. Diese Runde geht wieder an die Franzosen. Die scheinen jetzt stärker zu werden. Ja, also wirklich tückisch hinten diese Rechtskurve und der Part danach 4-3. Die Franzosen haben aufgeholt. Wenn XR jetzt auch diese Strecke nach Hause bringen will, dann müssen sie sich jetzt ranhalten. Jetzt darf man sich nicht nervös machen lassen. XR wieder hier als Trio in Führung. Sehr schön. Jungs, das muss jetzt so bleiben. Da ist einer der XRler ausgestiegen. Ich glaube, das ist, ja, Man U hat es hier in der Schikane nicht ganz geschafft. Mr. Bones noch vorne. Uwe hat es hier angeditscht, fällt dadurch zurück. Und Mr. Bones muss sich jetzt hier mit drei Franzosen beschäftigen, wird von ihnen durch die S-Kurve gehetzt, in der Rechtskurve dann überholt. Ein Franzose, Diesel, steigt hier aus. Also, ja, vorneweg ein Franzose, Spark, dann Mr. Bones. Jetzt geht's hier in den Drift. Spark noch dabei, das hängt jetzt davon ab, wie die restlichen einlaufen, ob sich die XRler wieder berappeln konnten. Und Spark, ach, so kurz vor dem Ziel ausgeschieden. Aber Diesel ist schon mit drin, aber diese Runde, ja, geht an XR. Ha, kannst kaum glauben. Also, zweiter, dritter und fünfter Platz haben wir hier gemacht. Das reichte. Ein Franzose alleine an der Spitze reichte da leider nicht aus. Hätte Spark diesen Fehler zuletzt
nicht noch gehabt, dann wäre diese Runde jetzt an die Franzosen gegangen. So steht es jetzt 3:5 für XR. Es geht wieder los und diesmal, ja, doch wieder XR vorne. Was ist das? Verdammt geschlossen. Schaut euch das mal an, Leute. Das sieht man auf keinem Online-Server. Ja, dass die Autos sind so dicht, selbst wenn sie mal gemeinsam losfahren, auf die Strecke gehen und so lange so dicht beieinander bleiben. Ganz vorne ein hartes Duell zwischen Mr. Bones und, ich nehme an, es ist The Train. Genau, Spark steigt hier geradeaus. Wir schalten mal um auf Menu. Oh, da haben wir aber jetzt die Schikane, die spannendste Stelle verpasst. Vorne ein Duell zwischen Mr. Bones und, wer ist es? The Dream, glaube ich. Dann The Diesel, Diesel dabei. Menu schon im Ziel. Mr. Bones, Groove, zweiter und dritter. Dann Menu, fünfter. Das reicht für XR, sollte es, glaube ich, reichen. Jawohl, das rote Team hat diese Runde gewonnen. Und es steht, ne? Jawohl, 6:3 für XR. Und unter Umständen ist das jetzt wieder eine matchentscheidender Lauf. Mal sehen. Menu zieht hier vorne davor von den beiden ihm folgenden XR-Lern. Haben wir gerade nur noch die Motorhauben gesehen. Und es geht durch die Schikane. Wir schauen mal bei Goof, der ist Zweiter. Ja, XR-Ler vorne, ich schalte mal um auf einen der Franzosen. Jawohl, da habe ich wieder das ganze Feld im Blick. Menu, Goof vorne, einer der Franzosen mischt noch mit The Dream. Und, er steigt hier aus. Zwei XR-Ler bleiben vorne, einer ist auch noch mit ausgestiegen. Jetzt ist nur noch Mr. Bones dabei. Gefolgt von Spark und Diesel, der hier fast gecrashed hätte. Fast hätte er die etwas zu weit ausgeholt. Und ja, jetzt kommt es auf den Zieleinlauf an. Wie kommen die anderen rein? Mr. Bones vorne, dann Diesel, dann Menu, dann Spark, dann Goof. Ist ja ein richtiges Schottenmuster hier. Aber das rote Team hat diese Runde gewonnen. Zwar Schachbrettmuster, aber wir hatten halt den ersten. Wunderschön. Wunderschön, ich freue mich. Ja, 7:3 haben wir, ich weiß leider den Clan-Namen nicht, Leute. Und auch das Tag, also Ausrufezeichen, lässt sich ja hier schlecht sagen. Und XR also schon zwei Maps gewonnen, die dritte Map eigentlich damit obsolet, will sagen überflüssig, die muss eigentlich gar nicht gefahren werden. Wir schauen sie uns trotzdem mal an, denn das ist wirklich eine richtig haarige Geschichte, diese Map. Und zwar ist es ein Multilab. Hier haben wir den Start. Es geht gleich los auf Dirt Roads. Und hier dieser haarige U-Turn, diese haarige 180-Grad-Kurve. Wo man eben auch noch genau aufpassen muss, dass man hier nicht an diese Ecke knallt, dass man hier sauber mit viel Schwung diese Auffahrt, diese Rampe hinaufkommt. Dann geht es hier nach rechts, dahinter ein U-Turn. Man muss hier sauber an diesem Booster vorbei, darf das Geländer nicht erwischen, muss hier viel Schwung mitnehmen, damit man den Sprung schafft hier auf die GP-Teile. Dann hier wieder einmal möglichst eng nehmen und schon möglichst um die Kurve rum sein. Hier ein 180-Grad-Drift und dann geht es mit einer S-Kurve auf Dirt Road. Ganz fiese Sache, das Teil hier drunter. Wieder zurück zum Ziel. Und das Ganze muss eben dreimal gefahren werden. Es ist, meiner Meinung nach der härteste. Die härteste Strecke in dieser Runde. Hier diese Kombination. Da müssen sie durch. Und das ist weiß Gott nicht einfach. Besonders wenn man hier mit viel Speed rauskommt. Diesel, zack, er zeigt es hier, wie man es macht. Ne?
driften, Geschwindigkeit rausnehmen und rechtzeitig das Heck rumbringen. Ach, ja, wollen wir mal sehen, wie sich XR hier schlägt. Der Warm-up ist durch. Wir schauen uns das mal auf der Replay-Perspektive an und wir folgen erstmal Menu. Klar, das dicht hier, das Feld hier dicht beisammen, aber hier reißt es schon auf. Man sieht es, wie stark es davon abhängt, wie gut man durch diesen ersten 180-Grad-Drift durchkommt auf der Dirt Road. Dann hier viel Schwung mitnehmen, sauber den Sprung vor allen Dingen auch schaffen, sauber aufkommen, anders als Menu hier, der jetzt natürlich abgeschlagen ist. Und ja, wir schauen es einfach mal. Den Ander wird sich ja noch mehrfach die Gelegenheit bieten. Ah, man fährt hier mit Wallbang. So. Ja, und jetzt kommt man natürlich mit mehr Geschwindigkeit hier durch. Das heißt, dieser U-Turn, dieser U-Drift ist noch härter zu fahren. Wir wollen mal schauen, ob wir inzwischen sehen, wer vorne liegt. Das sieht mir nach The Dream aus. Der vorne liegt, gilt folgt von dem XRler. Ich glaube, es ist Move. Schauen wir mal. Ich will mal sehen, dass ich hier den Überblick gewinne. Jawohl, hier sehen wir es. Schön aus der Vogelperspektive. Ah, The Dream gefolgt von Menu. Nee, von Mr. Bones und Goof. Dicht auf hier. Zack, durch die Schikane durch. Dann der Drift. Ah, 2XRler in Führung. Jawohl, und da haben wir Mr. Bones und Goof als Erste im Ziel. Ah, dann Diesel, dann Menu, The Dream und schließlich abgeschlagen Klav. Okay. Die Franzosen haben hier also einen Fahrerwechsel nochmal vorgenommen, haben noch jemand anders reingenommen. Trotzdem geht diese Runde an XR, aber ihr seht, wie haarig der Track ist. Wir sind wieder bei Menu. Jawohl, 2XRler jetzt vorne in Menu und Mr. Bones. Wir schalten mal um auf den dritten Franzosen, der hier jetzt leider hinten dran hängt. Man sieht vorne das Feld noch dicht geschlossen. Und wir wollen mal sehen, wie sieht es mit dem Drift aus. Zack, da gesellt sich Klav zu einem XRler. Move und Mr. Bones jetzt hier vorne im Zweikampf mit The Dream. Mr. Bones allerdings natürlich in recht klarer Führung hier bis zum nächsten Fehler. Allerdings kommt hier der Franzose ja doch sehr gut durch den Drift, kann dadurch gut kurzzeitig die Führung abnehmen. Jetzt wieder, wie die Leute da durchkommen, ist mir ein Rätsel. Das ist wirklich um Haaresbreite. Hat hier versucht, über das Terrain abzukürzen. Das kostet enorm Geschwindigkeit. Das wirft ihn jetzt leider zurück. Mr. Bones aber noch in Führung hier, gefolgt von The Dream. Und ihr seht, wie weit das Feld hier auseinandergezogen wird auf diesem Track, auf dieser Strecke. Das ist hier wirklich eine haarige Sache. Na, der trennt hier also wirklich ganz stark. Und jawohl, Mr. Bones im Ziel. Dann The Dream. Oh, 1,5 Sekunden hier Abstand. Als nächster kommt Groove rein und dann Diesel, dann Menu und das sieht wieder nach einem Sieg für XR aus. Allerdings denkbar knapp. Denkbar knapp. Ja, XR hier schon 2:0 in Führung. Mal sehen, wie jetzt der dritte Lauf aussieht. Wir schauen uns hier The Dream an. Schauen ihm hier über die Schulter. Und ja, durch den ersten U-Turn ist er gut mit dabei. Klebt dann hier vorne an den führenden beiden XR-Lern, Groove und Menu dran. Hier ist sein Clan-Kamerad Diesel auch gleich in Reichweite. Ja, er ist ein bisschen außen aufgekommen, kann aber dadurch den Drift enger nehmen und kommt hier kurz in Führung. Hier hat er es allerdings wieder ein bisschen verpasst, während Menu und Groove hier richtig Ballett machen. Die beiden sind ein Pärchen, das wohl nur mit der Axt zu trennen ist. Oder mit einem Busch oder was auch immer Menu da gerade im Weg stand.
in Führung wieder Groove. Ja, gefolgt hier von The Dream. Und ihr seht, das Feld ist wieder auseinandergezogen. Ich schalte mal um auf die freie Kamera. Ja, da sieht man's. Ne? Groove führt, dicht aufgefolgt. The Dream hat ihn jetzt überholt. Manu und Groove dann hinten dran. Dann Clav, dann Mr. Bones und weit abgeschlagen der letzte Franzose Diesel. So geht's hier in die letzte Runde, glaube ich. Manu hängt da, hat einen Crash gehabt. Das Spitzenduo The Dream. Groove liefert sich hier ein heißes Duell. Schnauze an Schnauze. Mal sehen, wer jetzt als erster unten rauskommt. The Dream. Dann Groove. Dann kommt Clav ins Ziel. Gefolgt von Mr. Bones. Und der letzte XRler, der holt schließlich diese Runde für XR. Denn Diesel leider weit abgeschlagen. Wird wohl als letzter ins Ziel kommen, beziehungsweise hat hier aufgegeben. Ich glaube, auf diesem Track ist tatsächlich diese Top-Perspektive von ganz oben gar nicht mal so verkehrt, dass man hier den Überblick hat. Ich kann immer mit dem Mausrad schnell ranzoomen. Jawohl, XR hier noch dicht beisammen, obwohl der Franzose in Führung ist. Diesel ist es, glaube ich. Dann der Sprung, alle kommen sie glatt rüber. Noch dicht zusammen das Feld, noch dicht zusammen. Dann geht es hier in den... Da macht der Mauszeiger nicht mehr mit. Dann, ja, nach dem Drift und nach der Kurve. XR vorne als Trio. Dann die Franzosen dahinter. Aber alle noch dicht beisammen. Es ist noch alles offen. Gerade hier auf diesem Track. Und ja, XR kann hier seinen Vorsprung noch ein bisschen aufbauen. Groove ganz weit vorne, gefolgt von Manu und Mr. Bones. Die Franzosen auch ganz, ganz dicht beisammen. Ganz, ganz dicht beisammen. Aber es scheint hier, jawohl, da hat es leider The Dream erwischt. Der hat, aufgegeben, die Entferntaste gedrückt wahrscheinlich, reflexmäßig. Manu hat irgendwo gecrashed, hängt jetzt hinten dran. Aber vorne immer noch Groove und Mr. Bones. In solider Führung, dahinter Diesel und Clav. Manu versucht natürlich jetzt aufzuschließen. Mal sehen, wie weit er das noch schafft. Ich denke mal, da wird er allerdings relativ wenig Chancen haben. Groove, Mr. Bones im Ziel, dann Diesel und Clav. Und Manu bringt das Rennen dann doch noch für XR nach Hause. Wunderbar. 3:0. Wow. 4:0 sogar. Es sieht so aus, als ob wir die Franzosen hier ja richtig abledern. Um es mal ein bisschen hart zu formulieren. Ja, wenn ich mir das französische Team so angucke, es sind wirklich nur zwei Spitzenfahrer dabei, nämlich natürlich The Dream und Diesel. Der jeweils dritte Fahrer im französischen Team ist doch deutlich, deutlich schwächer. Sei es nun Blink gewesen, während XR hier wirklich ausgewogen ist mit seinen drei Leuten, Manu, Groove und Mr. Bones, die hier wirklich konstant fahren. Und das bringt ihnen jeweils immer den Sieg. Ja. Sie profitieren hier einfach von den Fehlern, die Franzosen machen, beziehungsweise von der Schwäche des dritten Mannes der Franzosen. Das rächt sich hier gerade bei diesem System, wie diese Turniere eben gefahren werden. Hier wird wirklich konstant belohnt, sauber durchfahren, sauber seine Rennen nach Hause bringen. Und das eben aber auf allerhöchstem fahrerischen Niveau. Ja, hier sieht man auch, ne, wo ist jetzt wieder der dritte Franzose? So, jawohl, XR und ein Dreifach-Zieleinlauf von XR und, ach, klar fängt sich hier noch kurz vorm Ziel weg, muss rückwärts quasi durchs Ziel fahren. Trotzdem steht es 5:0. Ja, wenn man zu 0 schlägt, dann geht es nur bis 5.
XR hier wieder auf dem Siegertreppchen. Ganz dick. Ja, Leute, das war's. Was für ein spannendes erstes Match. Die Ergebnisse, was war's? Ich glaube 7:3, 7:3, 5:0. Vielleicht der erste Lauf 7:4. So ganz kann ich mich da nicht mehr erinnern. Spiegelt vielleicht nicht ganz die wirklichen Kraftverhältnisse zwischen beiden Teams wieder, denn die Franzosen, muss man sagen, waren ganz klar stark mit ihren beiden besten Fahrern, mit Diesel und The Train, durchaus dem XR-Trio gewachsen. Was die Franzosen letztendlich hier die Punkte und damit den Sieg gekostet hat, war ihre Schwäche, ihr dritter Mann, jeweils Klei und Blink, und ich glaube, sie hat noch einen anderen dritten dabei. Der hat sie eben häufig den Sieg gekostet, den Sieg in einem Rennen. Damit fehlten Punkte und damit natürlich dann auch letztlich der Matchgewinn für XR. Alle drei XR-Fahrer, Manu, Goof, Mr. Bones, haben hier Spitzenleistung gezeigt. Konstant weg, durch, gut gefahren und eben halt auch, wenn man als Fünfter ins Ziel reinkam, trotzdem damit noch den Matchpunkt, sage ich mal, den Rennsieg für XR geholt. Das ist eben das System, wie hier die Plätze aufaddiert werden und eben halt der Rennsieg entschieden wird, wenn der sechste Mann nicht ins Ziel kommt und ansonsten vorher eben das Schachbrettmuster war. Genau, da entscheidet eben unter Umständen häufig der fünfte Mann, welcher Clan das Rennen gewinnt. Ja, also eine sehr interessante, sehr starke Partie, die wir hier heute gesehen haben, mit doch klarem Ergebnis für XR. Und ich denke, das passt. Das war's von mir. Wir sehen uns wieder. Wenn ihr wollt, seid dabei. Ich werde jedenfalls XR, meinen Trackmania-Clan, X-Rated, durch die Trackmania World Liga hier weiter begleiten. Und ihr könnt gerne dabei sein, natürlich, auf YouTube. Wo sonst?